Naja, wir stehen in einer extrem schwierigen Situation. Viele Airlines haben ja gehofft, es wird besser. Letzten Winter, also der Winter geht jetzt zu Ende, aber leider ist es zum Teil schlechter geworden. Und Verluste letztes Jahr bis zu nahezu 120 Millionen US-Dollar für die Luftfahrtindustrie war schon gewaltig. Heuer wird es ein bisschen besser, aber nicht viel. Aber die Lage hofft man mehr unter Kontrolle zu haben. Das Problem sind einfach nach wie vor diese ganzen eigenartigen Einreisebestimmungen, Quarantänebestimmungen und so gegenwärtig. Und das ist natürlich sehr mühsam, irgendwo hinzureisen. Und dadurch braucht die Luftfahrt länger als geplant, sich zu erholen.